Ja, willkommen bei Hornet on Tour. Wie ihr seht, ich bin immer noch unterwegs. Ich mache ein paar Vlogs mehr dazu. Wie gesagt, man weiß ja nie, wie das Wetter wird. Ja, wir haben jetzt winterliche 1 Grad hier draußen. Herrlichster Sonnenschein. Aber man sollte sich nicht täuschen lassen. Wer im Winter fährt, sollte auf einige Sachen achten. Also, besondere Rücksicht nehmen. Der Verkehr zum Beispiel. Ein Autofahrer rechnet zu diesem Zeitpunkt nicht mit einem Motorradfahrer. Um Gottes Willen. Für Autofahrer, die denken, alle Motorradfahrer sind im Winterschlaf. Ja, wir aber nicht, wir nicht. Jedenfalls, passt eure Fahrweise an. Achtet zum Beispiel bei Landstraßen drauf, auf Schattenplätzen. Da, wo die Sonne nicht hinkommt, kann es bei diesen Temperaturen gefährlich werden. Nicht? Also es kann glatt werden, ausrutschen oder auch anderen Unrat noch rumliegen, was nicht mit, was da noch rumliegt, sagen wir es mal so. Kurvenfahrten, ja, also bei den Temperaturen würde ich euch raten, lasst es die Kurve ruhig angehen. So wie ihr hier jetzt gerade seht, ruhig. Knieschleifen solltet ihr lassen. Die Reifen aufs Maximum belasten, lasst es. Die Maschine sollte dann, wenn ihr fertig seid mit Fahren, nochmal grob übergereinigt werden. Es kann sein, dass ein Salz auf der Straße liegt, das solltet ihr dann entfernen. Es könnte zu Rostbildung führen, Beschädigung am Bike und so, das wollen wir alle nicht. Wir wollen ja weiter Spaß dran haben. Ja, wobei wie jeder Fahrt solltet ihr darauf achten, dass alles andere stimmig ist. Nicht? Also funktioniert die Elektrik, Licht, Blinker, Bremse, nicht? Und habt ihr den richtigen Reifendruck? Ganz wichtig, der Reifendruck, der muss stimmen. Denkt dran, ihr habt kalte Reifen. Die Straße ist kalt und die Reifen werden nicht unwahrscheinlich wärmer. Das heißt, die Luft da drinnen kann sich nicht ausdehnen. Achtet unbedingt auf euren Reifendruck. Dann, wichtiges Thema, wie habt ihr euch angezogen? Zieht euch warm an. Mehrere Schichten, Zwiebelprinzip, sage ich mal. Ganz wichtig. Also ich habe zum Beispiel, ich fange mal von unten nach oben an, dicke Wintersocken an. Dann kommt Thermounterhose, eine Jogginghose, dann das Innenleben meiner Motorradhose, also nochmal eine Thermohose und dann meine Motorradhose. Weiter geht's mit der Thermohemd. Mit dem Thermohemd, T-Shirt, Pullover, Thermosachen für die Motorradjacke, Motorradjacke. Ja, und unter dem Helm habe ich noch einen Windbreaker, also eine Haube, die unten herum, sagen wir mal, noch eine Krause hat, dass das der Wind nicht mehr reinlässt. Soweit. Ach ja, ich habe noch was vergessen. Winterhandschuhe. Ganz wichtig. Und so könnt ihr eigentlich sehr gut fahren. Ich habe hier noch zusätzlich an diesem Bike noch Griffheizung angebaut, was ja doch angenehm ist, wenn sie richtig schön heizt. So ist es nicht. Also mit diesen Tipps lasse ich euch mal in den Winter. Für diejenigen, die erst im März fahren können, ihr müsst doch leider noch ein bisschen warten. Es tut mir ja nun wirklich leid. Aber es ist nicht mehr fern, dieser Tag. Dann könnt ihr auch fahren. Bis dahin wünsche ich euch was. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Über jeden Kommentar würde ich mich freuen. Riesig. Und auch über ein Abo. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich. Ist völlig kostenlos. Ich freue mich über jeden Abonnenten, der meine Filme sich anschaut und sich darüber freut. Ihr seid der Motor, der mich vorantreibt. Kann man fast so sagen. So, bis dahin sage ich mal, ciao, ciao, mach's gut, euer Hornet on Tour.